Die Hommage ist nicht ein Abschluss, sondern vielleicht ein Neuanfang von neuen Ideen, neuen Inspirationen. Und was mich besonders bewegt, ist, dass so viele wunderbare Freunde dabei sein können und mich unterstützen. Darunter auch natürlich die Dirigenten wie Christoph Eschenbach, wie David Zinnmann, wie Mirga Graženíte Tüler. All das ist sozusagen ein Fest für die Musik, ein Fest für Weinberg und Schubert, der mein Lieblingskomponist ist. Schlussendlich bin ich inmitten dieses Festes neugierig und beteiligt und ich hoffe, das wird auch Akzente setzen. Ich habe die Möglichkeit, die mir gegeben worden ist, die Hommage zu gestalten, dafür benutzt, meine Freunde, meine Kollegen und jüngere Künstler einzuladen. Es geht um die Musik und um die Zukunft der Musik. Cremerata Baltica ist auch die Zukunft der Musik. Es ist ein Kammerorchester, das ich vor 22 Jahren gegründet habe. Es war ein Projekt, das ich zugeschnitten habe, nur für die Feier des 15. Festes in Lockenhaus und für meinen eigenen 50. Geburtstag. Ich habe sehr oft gesagt, ich habe damit mir selber ein Geschenk gemacht. Kurz nach dem ersten Sommer in Lockenhaus mit der Cremerata Baltica sah ich ein, dass ich mich von diesen jungen, begeisterten Gesichtern und netten Leuten einfach nicht trennen kann. Mir ist es wichtig, diesen Weg der Cremerata Baltica mit mir selber oder mit anderen Künstlern zu verlängern und für das Orchester eine Zukunft zu sehen. Mieczysław Weinberg, ein tragisches Leben mit über 150 Partituren, einer der verkanntesten großen Komponisten des Jahrhunderts. Alleine 7 Opern, 21 Symphonien, 17 Quartette und Dutzende von Kammermusiken und Gesangmusik. Es ist einfach unglaublich, wie viel man aus dem Labor Weinberg schöpfen kann. Der Wunsch war, eine Hommage für Mieczysław Weinberg in Bildern und in Tönen zu gestalten, zu seinem 100. Geburtstag. Ich hatte schon ein fertiges Drehbuch, wie ich durch die Musik das Leben von Weinberg erzähle. Das habe ich Kirill Serebrennikov gezeigt und er hat mir empfohlen, dass man zeigt, dass die Musik von Weinberg auch heute eine Bedeutung hat. Ich habe meinen Beitrag geleistet, indem ich eine Partitur zusammengestellt habe aus Fragmenten, aus Weinbergs Werken, die ich gut kannte. Es ist ein Versuch, hinter die Bilder zu schauen, hinter die gespielten Noten zu fühlen und für sich selber eine Bedeutung zu konstruieren, die vielleicht gar nicht vorgeschrieben ist. Politische Statements sind immer so wie Plakate, das sind Slogans. Aber wir sind Musiker und wir wollen aus der Musik schöpfen und sie ist eben mehrdeutig. Und das finde ich auch das Reizvolle an diesem ganzen Projekt. Mit Martha Argerich verbindet mich eine jahrzehntelange Partnerschaft auf der Bühne. Wir haben so viele wunderschöne Sachen zusammen gemacht. Wir spielen dieser Tage seltener zusammen, aber Berlin musste einfach sein. Und ich freue mich, dass Martha zugesagt hat. Es ist auch klar, dass Weinberg in diesem Programm einen wichtigen Platz einnehmen wird, weil auch Martha von Weinberg begeistert ist. Wir Interpreten, wir erwecken zwar die Musik zum Leben, indem wir sie spielen, aber unser Vortrag ist nur eine Tat, eine Unterstützung der großen Komponisten. Die Interpreten wie die Komponisten haben ein kurzes Leben, aber das, was sie hinterlassen, ob Komponisten in Partituren und Interpreten in Aufnahmen, das lebt etwas länger.